heute um 19.30 Uhr gibt es einen Craft-Tech-Stream wieder. Es geht darum, wir werden den Enderdrachen killen. Also schaut auf jeden Fall rein. Ich denke, das wird sehr interessant werden. Hi, willkommen zu einer Runde Get Down. Darum geht es aber weniger. Ich lasse es einfach mal im Hintergrund ein bisschen laufen. Es geht heute um, ja, meinen Twitch-Account. Was ist gestern überhaupt passiert? Ich denke, es haben ja alle soweit mitbekommen. Ich wurde gestern auf Twitch gehackt. Wie und warum und weshalb und ja. Auf jeden Fall, ich war gestern ganz normal im Craft-Tech-Stream, bla bla bla, halbe Stunde lief's und ganz plötzlich wurde ich angeschrieben, ey Mann, dein Titel und sowas, da steht Heil Hitler drin. Und da habe ich mir gedacht, nice, so, Stream sofort beendet und ja, auf jeden Fall, ja, war jemand in meinem Account drin. Das war ein bisschen krass. Ich habe sofort alles geändert und soweit ist jetzt alles klar. Es funktioniert auch alles und wurde auch keine Scheiße mehr gemacht, aber ja, ziemlich krass. Bis jetzt wurde ich noch nie irgendwo gehackt, also auf YouTube-Ebene erst gar recht nicht und auch generell, wenn irgendwelche Games von mir, wurden alle nicht gehackt. Also, naja, kann ich nicht ändern. Auf jeden Fall eine kleine Info direkt dazu, apropos Streaming nämlich. Heute um 19.30 Uhr gibt es einen Craft-Tech-Stream wieder. Es geht darum, wir werden den Enderdrachen killen. Also schaut auf jeden Fall rein, ich denke, das wird sehr interessant werden. Und naja, bin mal gespannt. So, jetzt habe ich hier gerade einen Run. Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich habe meinen Account wieder. Es ist alles, das war ziemlich dämlich. Alles wieder gut. Auf jeden Fall heute 19.30 Uhr Stream. Wir werden den Enderdrachen töten. Und schaut auf jeden Fall rein. Und ja, ich würde sagen, wir zocken jetzt einfach mal die Get Down Runde. Gut, ja, runter geht's. Zack, zack. So, die Runde fing etwas beschissen an. Ja, viel mehr ausschweifen oder dazu sagen kann ich nicht. Es ist einfach passiert und alles wieder in Ordnung. Das heißt, es wurde auch nichts anderes gehackt. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich wollte ihn gerade runterhauen. So, der Socke hat gewonnen. Ich habe, glaube ich, gar keine Coins erspielt. Einfach gar keine. Nee, ein paar habe ich, aber naja. So, next map. Let's go. So, ich hoffe, das läuft jetzt besser, wenn es mal drauf... Oh, naja. Ein optimaler Start würde ich das einfach mal nennen. Zack, so, darunter. Ich würde gerne den da unten haben, den... Na toll, da werde ich sterben. Yes. Schade, dass wenn man nicht auf dem Block noch landet und dann, bevor man stirbt, noch die Absorptionherzen oder sowas bekommen könnte. Das wäre auf jeden Fall nice. Könnte man auf gut Glück immer drauf jumpen und hoffen, dass man deswegen noch überlebt. Wow, ich bekomme voll viel Fallschaden. Ja, das stimmt. Ich bin voll an Craft Tech gewöhnt, dass man, ja, durch meine Feather-Falling-Schuhe, dass ich keinen Fallschaden bekomme. Zack, zack, zack. Ja, auch Mr. Trashpick hat ja ein Video gemacht zu Hacking. Momentan ist das ja wirklich krass, haben auch viele geschrieben, dass so viele YouTuber gehackt werden momentan. Das ist so, ja, halt ein Trend. Also, es ist halt krass. Ich kann dazu nicht sagen, es ist strafbar. Das vergessen die Leute, die das machen, gerne mal. Es kommt halt drauf an. Ich hatte halt da wirklich Glück. Ich habe keinen Schaden genommen. Es ist nichts passiert. Also, der Schaden war hierbei nur, dass... ja, nationalsozialistische Titel da hat oder sowas, aber das ist noch im verkraftbaren Bereich, da kann noch deutlich Schlimmeres passieren. Von dem her, ich bin hier fast tot, das ist ein bisschen eng. So, eigentlich möchte ich das auch hier nicht runterrushen, sondern auch ein paar Coinblöcke absammeln, aber momentan, da unten wäre einer, den holen wir uns auch mal, da vorne sehe ich auch welche. Ich muss ein bisschen aufpassen wegen meinem Herzen. Ich möchte eigentlich jetzt nicht mehr sterben. Den da unten, den holen wir uns auf jeden Fall. So, direkt 100 Coins, sehr nice. Oh, da wäre ich fast geflogen. Ich denke, das haben wir. Ja. Gut, dann haben wir die Runde schon mal geholt. Aber Runden zu holen bringt im Endeffekt wirklich kaum was. Am meisten bringt es wirklich, die Coins durchzufarmen. Also, das ist irgendwie so meine Erkenntnis bis jetzt in Get Down. Hoch geht's. So, ja, heute ist auch kein aufwendiger Schnitt drin. Ich muss gleich, wie gesagt, zur Uni und dafür gibt es halt heute Abend den Stream. Das ist so, ich denke, das werde ich mich so ein bisschen drauf einpendeln. Das heißt, kommt kein Stream am Tag, mache ich ein aufwendiger bearbeitetes. Also da, ja, ein bisschen mehr Mühe drin. Und ja, wenn ein Stream kommt, dann mache ich das etwas mehr an Cut. Aber ja, ich bin ja, ihr kennt mich ja, ich mache so generell ja auf YouTube so, wie ich da gerade Lust drauf habe. Ich finde, das ist auch das Wichtigste eigentlich. Zack, zack. Ja, sorry, wenn ich... Ich bin nicht schlecht drauf oder sowas, bevor das jemand denkt. Ich bin nur noch müde. Noch nicht lange wach. Bisschen zu lange gepennt heute. Aber gut, ich denke, das Problem kennt jeder mal. Da vorne haben wir einen Coinblock, aber... Überlebe ich das? Ich hoffe. Nee.
Toll. Was habe ich verkackt? So viele schöne Coinblöcke da in der Luft, aber kann man alle nicht holen. Zack, zack, zack. So, runter. Da vorne sind wieder welche. Die Frage ist, ob die überhaupt in Reichweite sind. Da könnte ich aber, glaube ich, hin, oder? Schaffe ich den Jump? Ne. Schaffe ich gar nicht. Die wollen Stress. Die suchen Stress. Die kriegen Stress. Das war ja... Den da würde ich auch gerne holen. Habe ich mich selbst umgebracht? Ja. Ne, ich habe dadurch Coinblöcke verloren. Das war nicht so gut. Bin ich so voll der Anti-Spieler. Einfach nur Leute runterhauen. Zack. Alter. Blink-Konzert dort. Die gibt so viele Blöcke, die man einfach nicht erreichen kann. Ich mag die Map sowieso nicht so doll. Das kann ich immer holen. Da vorne haben wir auch nochmal Coins. Da vorne haben wir auch nochmal Coins. Da komme ich auch ran. Da komme ich auch ran. Wiederhole ich nochmal. So, komme ich denn überhaupt hier wieder hoch? Ne, ich glaube nein. Na super, dann geht's weiter runter. Zack, zack, so. Ja, bevor wieder Leute nachfragen, Defentic Cube-Woche oder ähnliches, es wird, wie gesagt, noch beendet werden. Ich lasse mir dabei jetzt Zeit. Also ich hau dann raus, wenn, ja, es sich anbietet. Von dem her, Woche war wohl das falsche Titel einfach, dass ich 7 Challenges hintereinander bringe. Wäre passender gewesen, aber beendet wird es auf jeden Fall. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, auf die, die darauf warten. Ja, super, ich hätte sogar geschafft. Hätte ich hier hingehen können. Ja. Naja, gut. Equipment-technisch würde ich sagen, ja, ich gehe mal Full Iron am besten. Mache ich einfach mal. Zack, so. Und ein... Geben wir mal Steinschwert, das reicht eigentlich erstmal. Essen... 5 Steaks reichen. Ein goldenen Apfel. Und ich würde sagen, den Rest puste ich mal in extra Herzen. Könnte ich sogar einen zweiten goldenen Apfel. Okay. Ja, mal gucken. Ziemlich schwaches Equipment, aber ja, abstauben for the win. So. Und die alle am Hüpfen. Auf, auf. Ja, was ich noch so nebenbei mal erwähnen kann, das fragen immer noch, ich hatte ja im letzten Mal Ask, hatte ich ja das mal das Thema angesprochen, wegen Fantreffen in Trier. Ja, für wer Infos dafür will, ich warte da noch ein bisschen mit, weil es draußen viel zu kalt ist. Wie blöd es klingt, aber ich denke, das ist aber auch im Interesse von allen, weil draußen dann da stehen eine Stunde, wo wirklich sehr kalt ist. Lieber in ein paar Wochen das Ganze machen, wenn die Umweltatmosphäre das ein bisschen mehr, ja, gut findet. Na, ich denke, ich snack. Oder? Ja, auf jeden Fall ein Feuerschwert. Und ich denke, ich snack den und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Auf jeden Fall von irgendjemandem. Das, die teamen doch, oder? Na komm her. Dein Stuff würde ich gerne nehmen. Dann hunte ich den, würde ich sagen. Ich gebe aber hier gerade allen ziemlich ordentliche Hitch. Na, schade, ich habe gerade den Bilder hoch. Das wäre... Ich ignoriere den. Perfekt. Schlag mich nochmal. Der andere kommt aber gleich. Der hat einfach ein Feuerschwert, lol. Der, toll. Du hast den ganzen Stuff gesnackt. Dein Ernst? Dich holen wir uns. Du hast auch kein Feuerschwert, glaube ich. Na. Der hat auch einen Goldapfel gesnackt. Ich glaube, ich habe keine Chance gegen den, weil einfach seine Rüstung zu krass ist. Penner. Eieiei. Ich denke, dann verpiesel ich mich erstmal. Wie viele leben da noch? Nicht mehr so viele. Ah, das ist echt bitter, dass der den Stuff bekommen hat, weil der braucht im Endeffekt nicht, aber es ist einfach wichtig dadurch, dass ich den jetzt nicht bekommen habe. Naja, ich habe beide goldenen Äpfel verbraucht. Bewegt mich hier wie eine Oma durch. Da kommt der. Ich renne erstmal weg. Ich habe da keine Chance. Ich muss irgendwie eine Situation abwarten, wo wieder welche kämpfen. Ziemlich unspektakuläre Runde, aber ich freue mich heute, ohne Witz. Der Enderdrachenfight, der Termin steht jetzt seit längerem fest, da wurde, ja, haben wir mehrfach drüber geschrieben, wann das endlich stattfindet und das wird echt. Na komm, dich muss ich holen. Das wäre echt nice. Ja. Okay. Ich glaube, da kommt jemand, ja.
Ich weiß nicht, welches Schwert das ist, aber erstmal ein Eisenschwert. Und der kriegt mich null gehittet. Ja, ich habe da Lowground die ganze Zeit, der Arme. Na komm, dich hole ich mir. Ab ins Wasser, ich möchte nicht. Alter, wie viel Goldäpfel hat der Hans? Ich sterb noch wegen seinen Goldäpfeln. Scheiße, der hat einfach 3 Stück gefressen. Ah, ich darf eigentlich keine Hits mehr kassieren. Ich gehe ein bisschen weg. Am liebsten wäre mir, würde ich jetzt wirklich Zeit bekommen, mal mein Equipment anzugucken. Lässt er mich in Ruhe? Der ist wahrscheinlich auch low. Ja, der lässt mich in Ruhe. Okay, dann machen wir das ganz schnell. Okay, haben wir noch Schuhe? Natürlich haben wir noch Schuhe. Ich habe einen Goldapfel hier. Da haben wir ein Sharpness 1 Schwert. Das ist schon mal deutlich besser. So. Zack, zack. Die Runde können wir eigentlich noch gut gewinnen. Schauen erstmal. Also, dann habe ich hier noch Protection 1, Prot 2, Prot 2, Prot 1. Die ist mir deutlich lieber. Dann haben wir die hier. Ja, gut. Das ist doch... Gibt es irgendein besseres Schwert noch? Nein, soweit nicht. Das hier ist recht nice auf jeden Fall. Death Strider brauchen wir aber nicht. Ja, hier in der Wassermap wäre das gar nicht so bad. Ah, es lebt doch noch der Maxim. Ich hoffe, der hat alle seine Goldäpfel auch verbraucht, weil einen haben wir jetzt noch. Dann kann ich auf jeden Fall wieder voll recken und dann habe ich nochmal 2 Herzen mehr. Ja, wo bist du? Komm her, Maxim. Maxim, hallo. Oh, oh, oh. Wow, der darf einen Enterhaken. Na komm, ich möchte eben so Hits wie eben dem geben. Der hat auf jeden Fall einen Knockback. Ich weiß jetzt nicht, ob da... Na? Es wird echt ein knapper Fight, aber ich muss mal... Ja, ich habe ihn geholt. Nice, GG. Ja, das ist immer bei Getdown irgendwie das gleiche. Schwaches Equipment, aber man muss einfach die richtigen Kills machen und die Leute wegholen, dann hat man es gewonnen. Ja, trotzdem recht nette Runde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr heute beim Stream dabei seid. 19.30 Uhr, denkt dran, Link in der Beschreibung und dann wird der Enderdrache getötet in Craft Attack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!